Weiter geht es mit einer neuen Folge The Order. Wir sind immer noch dabei, Vampire wegzufackeln. Das Vibe schüttet Benzin und wir zünden es an. Okay, der hier kann angezündet werden. Alles klar, legen wir los. Brenn, Edward. Brenn! Sehen wir nach dem Rest. Also gut. Los, übernehmen Sie die restliche Fracht. Ich kümmere mich um die. Alles klar, wir machen die Ablenkung. Was habe ich dabei? Habe ich irgendwas Gutes dabei? Ich weiß es gar nicht. Ach, den Revolver, sehr gut. Den One-Hit-Down-Revolver. Immer wieder gut. Immer wieder gut, das Teil hier. Auch wenn ich wenig Munition habe. Wie konnte der eben meine Kugel überleben? Oh, mit Explosion. Sehr schöner Schuss. Alles klar, sehr gut, Baby. Wir sind ein tolles Pärchen. Boah, kommen hier viele. Also langsam wird es ein bisschen unangenehm. Wo hätte ich mehr Munition für den hier? Ah nein, der Typ da hinten hat einen Zylinder. Ein echter Gentleman. Danke für den Tipp. Was würde ich nur ohne dich machen? Wache ausgeschaltet. Was haben wir hier drüben? Da unten sind Gäste. Wir müssen da runter. Ja, dann gehen wir da runter. Kurbeln. Munition, sehr gut. Und wir laden mal durch, bevor wir hier kurbeln. Ach, sie kurbelt. Sie macht die ganze Arbeit. Sehr gut, Vibe. Ich zünde die Kisten an. Lenken Sie sie ab. Mach das. Granaten. Nee, keine gute Idee. Ich komme da oben nicht hin. Aber die Waffe hier finde ich gar nicht mal so schlecht, weil die hat eine gute Genauigkeit. Na, wie läuft's? Hier brennt alles. Ich gehe in den nächsten Bereich. Alles klar, sehr gut. Ich finde, die Flammen in dem Spiel sehen extrem cool aus. Wow, 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 wow! Junge, 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 der hält was aus. Oh shit, von der anderen Seite. Oh, ich hasse diese Flintenschützen. What? Ich habe den nicht getroffen. Oh shit, 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 shit. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich brauche einen guten Schluck Schwarzwasser. Alter, hauen die rein. What? Tja, die Granate hat mich zerrissen. Okay, ich muss unbedingt diese Flintenheinis wegräumen. Uns läuft ein Zeit davon. Ich gehe so schnell ich kann. Die da oben sind eigentlich kein Problem. Nur die Flintenschützen. Okay, jetzt kommen sie. Man sollte die Gegner hier wirklich nicht unterschätzen. Wie schnell der hier drüben ist. Wenn du einmal am Boden liegst, dann hauen sie dich weg. Noch einer. Andere Seite ist sauber, aber die nächste Welle kommt. Wir haben einen Fernzünder dabei. Ziel erledigt. Kacke. Oh shit, der Fernzünder. Oh, der hat natürlich eine Weste. Der hat eine Panzerung, der Junge.
direkt in seine fucking Fresse. Die gepanzerte Wache ist erledigt. Ich weiß, ich hab sie erledigt. Ich hab's gesehen. Erzähl mir mal was Neues. Oh, ich hab ihm den Hut runtergeschossen. Ich hab ihn entsert. Ein Mann war damals zu dieser Zeit nichts ohne seinen Hut. Wache getroffen! Das war die letzte. Siehst du! Noch mehr von denen? Eliminiere die Lykaner. Wow. Ey, 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 ey. Dieser Hund. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Alles klar. Alles klar. Ich muss... Ja, komm her. Mistvieh. Zwei von denen! Habe ich ihn erledigt? Naja, fast. Endlich. Minus zwei, mein Freund. Minus zwei. Ich nehme mal die hier mit, die ist ein bisschen schneller. Galahad. Drüben ist eine Tür. Du bist sehr, sehr langsam im Rechnen. Sehr, sehr Rani, langsam. Rani, bist du hier drin? Debbie! Bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Sofort, Rani. Dachte ich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich Sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein. Gray, was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen, ich hab dich in Whitechapel gesehen. Was?
Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Nein. Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist, Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lordkanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich glaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereintes Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten, wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester? Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Wir sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Ob wir ihm trauen können? Man weiß halt jetzt nicht, wer da alles mit drin steckt. Izzy und Lafayette haben wir zurückgelassen. Ich hätte lieber die beiden hier an meiner Seite gehabt. Oh, Namen, Sir. Francis? Haben wir hier die Pläne? Den Grundriss? Ist alles bereit? Wie besprochen. Die Waffen liegen auf dem Tisch. Aufs Dach geht's, durch das Schlafzimmer.
Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Ja, Francis. Ein guter Mann. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient. Also, die Waffen. Die sollen irgendwo hier auf dem Tisch liegen. Oh, was haben wir hier Schönes? Hey, das Baby ist neu. Kenne ich noch gar nicht. Armbrust. Schick. Auf jeden Fall. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach.